Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part haben wir Mobius Y besiegt, auch wenn er leider fliehen konnte. Und wir haben damit Kolonie Omega, ist es genau, auch befreien können von der Flammenuhr. Alle sind jetzt auch befreit, Kamurabi zum Beispiel auch und ja auch Miyabi. Miyabi haben wir sogar schon als Heldin bekommen und Mio hat schon ihre Klasse, genau. Und Miyabi ist hier. Wunderschön. Und jetzt will ich mir noch einen weiteren Helden holen, nämlich Kamurabi, denn wir haben beim letzten Mal schon seine Heldenmission aktiviert und jetzt machen wir in der weiter, wo wir ihn und auch die anderen zur City bringen sollen. Er ist dann noch sich nicht ganz sicher, ob er uns da trauen kann, ob er der City trauen kann, aber doch kann er und er wird da hoffentlich mitkommen. Wollt ihr zur City? Ja. Was sind wir? Sicher gelandet. I am a leaf on the surface of a lake. I am a stone warming in the sun. I am the clouds on a windless day. I am the reed that bends but does not break. You can relax. We've landed now. Guess he didn't like heights after all. Funny, considering how gung-ho he was riding around in his Phoronis. Yeah, okay, but I don't think we should talk about the past in front of him. He's just been born, and in a 10th-term body. I'm sure he just wants to focus on the here and now. What are you smirking at? Oh, just... You're a genuine good egg, Uni. Huh? Where did that come from? Hey there! Hey, Travis. Man, am I glad to see you guys. Something terrible's happened. You won't believe it. Oh, but no word of it to the boss lady, yeah? My salary's on the line here. That's a corker of a preamble, mate. You gonna actually tell us what's going on? Somebody opened one of the cradles. You think it was an intruder? I don't know, but there weren't any obvious signs of it. The soldier inside has gone missing as well. Someone you knew, I gather. It's a... Ethel. Oh, come on, it's on the tip of my tongue. You know, what's her name? With the silver hair. No way. Ethel. That's it, Ethel. Oh, why is all this happening on my watch? Oh, never mind. Now's not the time for reflection. If such is the situation, I shall assist as well. Where shall we look? What? We were just surprised that you were so, concerned. I am also recently of a cradle born. It may be some kind of fate at work. This soldier named Ethel, she may also find herself at a loss. So he didn't actually remember. And also, you, good sir. Huh? Me? You must be frightfully exhausted. Do not push yourself, please. Hey, watch it, fella. I know I'm no spring chicken, but there's no need to rub it in. Sorry, mate. He's just been born. I'm pretty sure he didn't mean anything bad by it. Anyway, moving along. Movement in and out of the city is strictly regulated. So if there weren't any incidents reported so far, both the perp and Ethel must still be somewhere inside. Yeah, you're right. Let's first search for clues in the module warehouse. Good luck to you, whippersnappers. In the meantime, we'll take custody of the friends you contacted us about. They're called Mwamba and Hacked. What's gonna happen to them? They're not quite back to themselves yet, right? We'll give them a checkup, make sure they're all there. And after that, well,
Keep him under observation, I suppose. Either way, you can leave him with us. We leave them in your able hands, then. Yeah, yeah, sure thing. They'll be safe as ours is. I'll be in the war room. Keep me abreast of any developments. Kamaravi hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Mhm. High places sap my resolve. Oh, right. Well, I mean, it sort of makes sense. Okay, ich muss hier außen rumgehen. Ich habe mich da eh schon mal gewundert, ob wir Ethel nochmal irgendwann zurückbekommen würden, weil die ist ja immer noch weg und ich kann sie als Einzige nicht als Heldin auswählen. Alle anderen kann ich auswählen, aber sie nicht. Und vielleicht bekomme ich sie hier mit der Heldenmission von Kamaravi dann sogar auch wieder, dass ich sie auch wieder benutzen kann. Aber es ist natürlich trotzdem bei Ethel was anderes als bei Kamaravi, weil in der Wiege, die wir gesehen haben, wo sie jetzt anscheinend ausgebrochen ist oder wo die befreit wurde, da war sie ja tatsächlich ein Kind, wenn man das so nennen kann, im ersten Intervall halt. Und kann sie da dann mit uns mitkämpfen? Ist sie da auch schon so skillig im ersten Intervall? Oder gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, dass sie da auch gealtert ist und dass sie doch auch in ihrem neunten Intervall oder was das davor war, dass sie da jetzt auch ist? Keine Ahnung. Mal gucken. Well, it really is empty. It's definitely Ethel's module. But why would anyone want her? If we want to know that, we just got to catch them. And what do you know? They left us a clue. Nice of them. There's footprints all over the place. They seem to be in a rush. They're not Ethel's, are they? But then whose? We only have to follow them to find out. They can't have gone too far. Let's get going. Walking around with dirty feet. Ugh, disgraceful. I think that's probably the least of their issues. Okay, wieder ein bisschen Detektivarbeit. Mal gucken, wo die Fußspuren hinführen. Hier führen sie hin. Relativ weit nach oben in der City. Zu einem Nopon. Immer diese Nopon. What could Bibi do now? Excuse me? Mimi? Could Bibi sorry? Sorry, so sorry. We haven't even said anything yet. Could Bibi know without saying? Friends come looking for naughty boy could Bibi. Could Bibi never meant to do any harm. Could Bibi just want to enjoy a game of ultimate hide and seek. Hide and seek? What is that? It's ultimate pastime of daringly go and hide when not allowed to go. Daringly? Defying a prohibition? Mimi? Could Bibi please asking to not make scary face? So why did you open the cradle then? When get on panel, it opened by self. And when it open, girl, wake up. Could Bibi really, truly sorry? Aww. We get it now, so wipe your tears. Look, you're getting your tummy wet. And what happened afterwards? Did you go somewhere with the awoken soldier? Could Bibi get scared and flee from scene of hide? But can tell Morley or Leslie where she go. QBB think it direction of Centrillo Parade. I am the morning mist in a pine grove. I am Mithrice, growing across seasons. Mith? Friend okay? Don't mind him. He's just, trying to maintain his cool. I updated Travis on the situation. He says he's coming to collect QBB. Is QBB in serious troubles? I don't expect him to be too severe, but you will need to do some repenting. Oh, armer QBB. Let's leave QBB in Travis's hands and go track down Ethel. She looks quite distinctive. Someone on Centrillo Parade should have noticed her. You are right.
Yes, let us go. We've made some new friends. Immer diese Noppern. Man kann sie nicht einmal kurz aus den Augen lassen. Tritt er einfach auf den Schalter oder was auch immer, um die Wiegen zu befreien. Ethel! Ah. I barely caught you in time. You're not hurt. I think I know you. What's wrong with you? Nothing. I just can't see. Anyway. Kamaravi. You're smoldering Kamaravi. Ethel, you recognize him? I have to go somewhere? I have to. But why? Take it easy. Let's take our time, yeah? We'll help you look, no problem. Now comes the tricky part. What do we do from here? What can we do except foster her in the city? A first termer won't be any use in a fight. Do you find that acceptable? I don't know. I have a proposal. Would you leave her with me for a while? Wait, you're saying you want to look after Ethel? Just until she settles on her own path. I want her to have that freedom. I don't know why, but I feel it strongly. For now, let's see what Travis thinks. As the city's concerned too, we shouldn't decide alone. Travis, I fear we will wear him out again. It's not fatigue that that guy struggles with. You know what? Forget it. Maybe just don't say that to him, yeah? He's kind of touchy about it. I understand. I will mind my ways around him. Well, this certainly took an unexpected turn. We can't allow the laws to founder. Allow me to take charge. Okay. Ja, vielleicht ist es doch nicht möglich, dass ich Ethel wiederbekommen kann. Also die erwachsene Ethel, wenn man das so nennen kann. Vielleicht habe ich die wirklich nie mehr als Heldin. Ich habe ja ihre Klasse dafür. Könnte schon sein. Aber vielleicht gibt es auch doch irgendeine Möglichkeit. Mal schauen. Ah, well. I guess I mostly understand. Are you sure you can handle child rearing? Child rearing? What is that? In a nutshell, I'm asking if you're capable of taking responsibility for the proper upbringing of this little princess. I'm not princess. My name is Ethel. Too precious. If you would consent to it, I will serve for the good of the city. I'm sure I have my blind spots, but I always complete the duties assigned to me. I'll help too. But you cannot fight. I can be your eyes, though. I can see that which you cannot. No? By the flames. Spirited, isn't she? Oh, yeah. Too spirited, I'd say. Look, let me bend your ear a little. You don't think it's going to work? It's not really my position to think anything. Right. Well, I'll try talking to Monica, then. Oh, okay, fine. I get it. Let's do this. I'll take care of Ethel, and instead we'll have Kamaravi help out on the combat side. That'll be perfect, don't you think? Hey? Hey? You're that scared of Monica? Oh, I'm scared, all right. But I'm not just trying to cover it up from sheer terror, okay? It's just that woman takes on way more than she should.
I bet she doesn't know how to take it easy. So I figured, you know, I'd lighten her load by doing this much at least. Your warrior's way is unimpeachable, sir. I will never forget your kindness. Be sure, the debt will be repaid. Oh yeah? Well, make it 100-fold then. Don't get greedy, Trav. Oh, we're doing nicknames now. How about we start with Lieutenant Travis and go from there, eh? I am deeply indebted to you all as well. Don't sweat it. No, this is truly a grave debt. Tyon, you said I should live true to myself. I haven't discovered exactly what that means yet, but now I understand what you meant, at least. And am grateful to you for setting me on the right path. You were the source of the spark that set my flame alight. Thank you. Tyon, he's talking to you. I know. I just never in my life thought I would be on the receiving end of this kind of speech. The future. Really, it is a foreign country. Huh. I suppose it is. I'm sure in time you and Ethel will find it. The right path. The right code to live by. Yes. Until such time, I, Kamuravi, remain ready to do battle for the city. And for you as well. Yay! Ohne die letzten paar Textboxen hätte ich keine Ahnung gehabt, aber jetzt Tyon wird der Klassenerbe, schätze ich mal. Nach so vielen Wendungen wollen Ethel und Kamuravi zusammenleben und überleben. Ist das vielleicht das Werk des Schicksals? Kriegsheer! Bin schon sehr gespannt, wie seine Klasse so ist. Ich hoffe, dass die ordentlich Damage macht. Sieht auf jeden Fall so aus. Das könnte abgehen. So, Tyon, jupp. So, Kriegsheer, Angreifer, wird mit jedem erlittenen Treffer stärker, setze geschickt selbstschädigende Techniken ein. Oh, interessant. Okay, er macht sich selber Schaden, aber wird dann stärker. Okay, sehr interessantes Prinzip. Das gucken wir uns mal noch kurz an mit Tyon. So, da ist sie. Jetzt fehlen wirklich schon nicht mehr viele Klassen. Es fehlt eigentlich nur noch eine einzige, die ich noch freispielen muss, nämlich eben diese hier. Die, ich weiß nicht, wer das ist, aber es sieht nach Mobius ein bisschen aus. Mal gucken. Auf jeden Fall jetzt erstmal hier Kriegsheer. Ein gewagter Angreifer, der seine überwältigende Angriffskraft durch Verletzungen noch steigert. Die Talente sind: gewährt Erwachen, wenn erlittener Schaden 45% der maximalen KP erreicht oder überschreitet. Okay, Erwachen ist ein Buff, der ist glaube ich ziemlich gut. Ich glaube, der erhöht sogar viele verschiedene Sachen. Der erhöht glaube ich Angriff und noch andere Sachen. Also ich glaube, Erwachen ist auf jeden Fall ziemlich gut. Glaube ich zumindest. Dann Draufgänger erzielt 60% mehr Schaden, wenn KP bei 80% oder weniger liegen. Kühner Krieger erhöht Schaden um 25% pro Gegner, der am Kampf teilnimmt. Und erhöht Schaden bei umgeworfenen und geschleuderten Zielen um 50%. Okay. Also er sollte hier möglichst wenige KP haben, sage ich jetzt mal. Dann ist er gut. Okay. So, Techniken. Drachenknurren. Techniknutzung verbraucht 10% der aktuellen KP, gewährt aber eine hohe Crit-Rate. Das ist cool. Das hier macht Umwerfen. Wir haben ja auch gerade gelesen, bei Umgeworfenen oder Geschleuderten macht er mehr Schaden. Also auch nicht so schlecht. Aber das ist kein... Ne, genau, bei Seitenangriff. Das ist auch gut. Positionsbonus für Angreifer. Genau. Inferno-Tanz. Techniknutzung verbraucht 10% der aktuellen KP. Das macht Brand und Fläche. Okay. Herr der Flammen erzielt bei Frontalangriffen 50% mehr Schaden. Macht aber nicht ihm selber Schaden. Und reinigende Flammen. Ausgeteilter Schaden wird um 50% erhöht, aber der Einsatz von Techniken verbraucht KP. Das ist schwierig, was ich dann mitnehmen will. Also den oberen finde ich ziemlich gut. Hohe Crit-Rate und ein paar KP verlieren ist cool. Hier umwerfen ist schon auch gut, finde ich. Und halt ein Positionsangriff. Dann tue ich, glaube ich, Inferno-Tanz dafür rau, ja. Ist die Frage, ob ich eine Haltung haben will. Einen zweiten Positionsangriff oder noch einen, wo ich KP verliere. Special, genau, was ist der? Er steigert Schaden bei Erwachen um 50%. Okay, wenn er in der erwachten Form ist, dann macht es mehr Schaden. Also ich sollte den Special nur dann einsetzen, wenn er weniger als 45%, was glaube ich, der KP hat, weil er ja dann im erwachten Zustand ist, oder? War das so? Moment. Genau, ja. Okay. Ja, dann ist es schon wichtig, dass er selber viel Schaden nimmt. Dann tue ich mal die andere rein. Oder, nee, dann lasse ich sie einfach doch so, genau. Dann lasse ich so. Ich meine, die ist ja auch ziemlich stark. 340% und Flächenangriff. Das ist schon gut.
Okay. Ist interessant auf jeden Fall, die Klasse. Und können wir dann demnächst ein bisschen austesten. Okay. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit in diesem Part, deswegen können wir noch ein bisschen mehr hier vom Capricorn-Gipfel erkunden. Und dann eben vielleicht noch, wenn wir noch einen einzigartigen Gegner finden zum Beispiel, die neuen Klassen austesten. Wir haben ja sogar die von Mio oder von Miyabi auch noch gar nicht ausgetestet. Also wir haben jetzt sehr viele neue Helden in letzter Zeit bekommen, würde ich damit sagen. Und sehr viel, was wir austesten können. Aber ja, ich erkunde jetzt eben noch diesen Weg hier. Das war da vorher nicht zugänglich, weil ich da zuvor erst nach Kolonie Omega gehen musste. Aber jetzt kann ich hier entlang gehen. Hier ist sogar ein Fragezeichen noch vor mir. Und wir gucken mal, was wir hier auf diesem Weg so alles finden können. Erstmal ist hier ein Nachschubabwurf hier an dieser Stelle. Und ich habe gerade eben auch schon einen einzigartigen Gegner gefunden beim Vorbeilaufen. Den können wir gleich auch noch besiegen. 57 hat der einzigartige. Sollte also machbar sein. Und da können wir dann schön die neuen Klassen austesten. Da ist er schon. Genau, der da. Genau, aber hier oben ist sonst nichts mehr, glaube ich. Es war übrigens gar nicht so einfach, hier zu der Abwurfstelle hinzukommen, weil die so ein bisschen auf einem Hügel ist. Und man musste da eben hier so bei diesen Felsen da irgendwie nach oben kommen, irgendwie einen Weg nach oben finden. Weil man kann ja nicht so wirklich mega hoch springen. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich da einen richtigen Weg gefunden habe. Aber ja. So, jetzt auf jeden Fall der einzigartige Torfahren der Steinhuf. Hallöchen. So, ich mache gleich mal Selbstschaden. Genau, haben wir direkt gesehen, dass Tyon ein paar KP verloren hat, wo er angegriffen hat. Nochmal. Zack. Aber Brand hat nicht funktioniert. Na gut. Seitenangriff schwanken. Okay, oder auch so. Dann kann ich Umwerfen machen. Bam. Das ist ziemlich cool, dass ich jetzt mit ihm Schwanken und Umwerfen halt auf einmal habe. Das ist ganz geil. Ganz nice. So, zack. Aber der untere Angriff, der mit dem Brand und Fläche, der dauert ziemlich lange zum Aufladen. Aber ja, ist trotzdem auf den ersten Blick wirklich die Klasse ganz cool, finde ich. So, okay, wieder schwanken, gut. Dann, und auch Umwerfen muss ich gar nichts machen. Easy. Vielleicht dann gleich. Nämlich nicht funktioniert. Das ist ja auch beides Seitenangriff, ne? Genau, kann ich jetzt einfach... Alter, wir schaffen nur noch Schwanken. Was geht ab? Bam! Nice. So, ich bin noch nicht im Erwachten-Modus. Aber jetzt, genau. Wird da angezeigt, deswegen jetzt Special. Los geht's. Bam! So, und Brand hat auch funktioniert diesmal. Nice. Okay. So, nochmal kurz ausblenden hier. Umwerfen klappt zwar gar nicht, aber egal. Okay, jetzt noch kurz Mio austesten. Sterben gerade alle, ist gut. Ich muss mal erstmal Ouroboros machen. So, bisschen heilen. Dann gleich teste ich noch. Explosion, nice! Gleich teste ich dann noch Mios neue Klasse. Ach, hör doch auf zu nerven. Mios neue Klasse auch noch aus. Diesen Angriff, wo die so auftrampeln. Und wo sie mich alle zum Schwanken bringen können, haben irgendwie 50 einzigartige Gegner. Mega nervig. Weil ich meine, das Schwanken an sich ist zwar nicht so mega nervig, aber es bringt mich halt aus Attacken raus. Wenn ich halt vor allem hier so eine lange Technik vorbereite, wie mit Juni, die Stärken zum Beispiel oder auch das Heilen, das hat ja eine relativ lange Animation, dann kann ich da eben rausgebracht werden. Und das nervt ein bisschen. Aber gut. So, dann Mio mal kurz. Genau. Genau, ich mach mal, das Prinzip war ja von ihr, dass ich selber und auch meine Kollegen schneller Techniken aufladen können. Hier zum Beispiel das Aufladenfeld. Das dürfte eben das bewirken, dass jetzt Techniken schneller aufladen, wenn ich da drin stehe. Ja, glaube ich schon. Okay. Flächenheilung mal. Und Stärken hat er gerade keine. Ich hätte mir das aufheben sollen dann, aber egal, passt schon. Ich hätte es mir aufheben sollen, weil das auch Ohnmacht ist, aber schleudern geht auch. Okay. Nice, schmettern, rums. Sehr schön. Okay, ich mach mal eine Chain Attack dann sogar auch noch gleich. Jetzt haben wir ja schon die Klassen ganz gut kennengelernt hier, damit wir uns noch ansehen können, was Kamurabi hier machen kann. Unbezwingbar. Hebt den Schadensmultiplikator um 175 Prozentpunkte und gewährt der ganzen Gruppe Angriff nach oben. Mhm. Das ist ähnlich wie der von Ino auch. Ino konnte ja den auch erhöhen, den Schadensmultiplikator. Um mehr, aber um 250 so ungefähr, glaube ich. Nicht genau, aber so ungefähr. Aber sie hatte dafür nicht Angriff Plus gegeben. Das macht er schon. Aber da ist trotzdem das von Ino, glaube ich, besser. Ich glaube, ein höherer Schadensmultiplikator ist besser als Angriff nach oben. Vor allem halt von Anfang an gleich, wenn ich den Schadensmultiplikator so hoch packen kann.
Aber ist auch nicht schlecht. Und wenn ich ihn auswähle, Gewehr TP mal 200% für Einsatz als Erster, aber setzt bei Reaktivierung TP auf Wert vor Aktion zurück. Okay, interessant. Okay, also wenn ich ihn jetzt benutze, mach mal, dann habe ich jetzt den Verdopplungsbonus. Genau, 74 schon, aber wenn er jetzt reaktiviert werden sollte... Oh, Noah hat gerade sein Schwert gezogen, nice. Das wusste ich gar nicht, dass es in Chain Attack sogar auch geht, das war mir gar nicht klar. Null, wieder was gelernt. Aber ja, genau, wenn ich ihn reaktiviere, hat er wieder 15 nur. Ja, weiß ich nicht, ob ich davon so ein Fan bin. Ich glaube sogar, ich bin davon kein Fan. Aber okay, ich mache die Chain Attack kurz. Oder nee, ich mache sie noch mit euch gemeinsam ganz kurz. Ich nehme mal einfach Noah. Wie funktioniert das jetzt, wenn ich jetzt Noah nehme? Wer wird dann reaktiviert? Ist die Frage. Das teste ich mal kurz. Wir nehmen mal... Schleudern, Schmettern bringt mir aktuell nichts, aber ich kann in der Chain Attack gleich noch eventuell Schleudern, Schmettern machen. Mach mal dann den bitte. Bam. So, wer kommt jetzt dann gleich zurück? Unbezwingbar. Schon Kamaravi, oder? Der hat ja mehr beigetragen, aber es wird halt auf 15 zurückgesetzt. Ne, ist es dann Noah? Okay, also es ist im Prinzip, es gilt so, als hätte er nur seine 15 beigetragen. Okay, komisches Prinzip auf jeden Fall. Aber gut. Grenzensprenger! Ich habe sie aber ziemlich schlecht gemacht, die Chain Attack. Die hätte ich viel besser hinkriegen können. Vor allem mit Noah, der seinen Lucky 7 ja gezogen hatte. Wenn man da vor allem in der letzten Runde mit einem hohen Schadensmultiplikator dann nochmal einen Schmettern schafft, das geht da ziemlich ab. So. Aber dann wechsle ich mal zu Noah. Der hat es jetzt immer noch draußen. Genau. Und kann immer noch ordentlich abgehen. Ja, warum denn Ohnmacht? Das ist tatsächlich nicht so schlau eigentlich, wenn ich da auch Ohnmacht drin habe. So, jetzt aber. Los, macht. Rums. Bam! Schmettern! Und gleich nochmal schwanken. Wir alle schwanken auch. Und ich habe sogar Synchro-Stufe 3 auch ready. Dann machen wir auch noch Oboos. Mit allen einfach und dann war es das, glaube ich. So, los geht's. Sehr schön. Ja, das würde ziemlich sicher nicht mehr überleben. So, noch schön drauf spammen. Und dann machen wir einfach Special, das reicht dann schon. Zack! Sehr schön! So, aber dann wechsle ich sogar den Helden mal nochmal, denn wir haben ja von Miyabi noch nicht gesehen, wie sie in der Chain Attack agiert, was sie da so machen kann. Und deswegen, wenn wir nochmal einen einzigartigen Gegner finden oder irgendeinen anderen Kampf machen, dann können wir es da auch noch austesten. Ah, und hier ist noch ein neuer Reisepunkt. Ich bin jetzt ein bisschen zurückgelaufen sogar den Weg. Von hier oben aus, da war der einzigartige Gegner gerade, diesen Weg hier entlang, zurück zu Kolonie Omega. Und auch in die Nähe von da, wo wir hingehen sollen. Also da sollen wir weitergehen. Das machen wir erstmal noch nicht. Aber es gibt noch hier einen anderen Pfad, den man auch noch erkunden kann. Anscheinend. Der hier, genau. Und ich gehe mal noch den kurz entlang. Das ist nicht der richtige Weg. Nicht da, wo ich hingehen soll. Ah, da hinten sehe ich schon was. Aber ja, wir laufen mal hier noch entlang. An denen vorbei. Und gucken, was wir hier noch so alles finden können. Ein Fragezeichen ist hier sogar auch. Okay, aber erstmal machen wir die Hüllen. Warte mal, das andere Fragezeichen ist hier oben. Da hätte ich, glaube ich, auch schon in die Nähe davon laufen können. Okay. Will ich da noch kurz hingehen? Ja, das wird schon nicht zu lange sein. Hoffe ich mal. Das machen wir noch ganz kurz. Ich schätze mal, dass hier eher sogar nur eine normale Nebenmission ist. Oder? Ach, das wieder. Was ist das jetzt?
more of those mudders come to ruin our day again. Let's ruin theirs first. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum die immer wieder an verschiedenen Orten auftauchen. Das Phantom kehrt zurück. Ja, jetzt habe ich gerade eine Idee. Vielleicht passt die Silhouette von den Phantomen zu der Silhouette, die ich im Kopf habe. Oh. So, aber hier kann ich jetzt dann vielleicht noch eine Chain Attack machen. Und dann noch Miyabi in Chain Attacks austesten. Ja, jetzt hätte ich gar nicht Halle gebraucht. Egal. So. Ja, weil die halten schon ein bisschen was aus. Ich glaube, ich werde hier eine Chain Attack voll bekommen. Und dann können wir die machen. Aber der Rest vom Kampf dürfte ziemlich einfach werden. Die machen mir quasi gar keinen Schaden. Bluten können sie zwar machen als Effekt, aber auch Bluten macht nicht so viel Schaden. An Mio sehen wir es zum Beispiel. Eigentlich fast gar nichts. Also ich glaube, der Kampf ist ziemlich einfach. So, da ist ihr Kommando. Blütenpracht. Ein zusätzlicher Charakter wird reaktiviert. 25%ige Chance auf einen mehr. Und hier hat sie als Effekt, gewährt Mio bei Auswahl 100% der TP des Helden, wenn Mio noch handlungsfähig ist. Maximum 99 TP. Das ist kompliziert. Okay, also genau, wenn ich jetzt sie nehme, dann kriegt Mio einfach ein paar extra. Nur Mio kriegt ein paar extra TP. Wir probieren das mal. Er ist gerade umgeworfen, deswegen wäre sogar... Nee, Quatsch, Explosion geht dann nach Ohnmacht nur. Ich will das sowieso wieder mit Noah auch angreifen und dann Schmettern gleich machen. Wir machen einfach mal dann Kraftfeld aufladen. Warum? Genau, jetzt hat sie 15 dazu bekommen, weil halt Miyabi auch 15 hatte. Und wenn Miyabi 50 TP haben sollte, kriegt Mio 50 dazu. Wenn Miyabi 100 haben sollte, kriegt sie nur 99 dazu. Maximal 99 Standard dran. Okay, interessant. Himmlischer Aufstieg! So, der ist aber dermaßen tot. Rums. Rums. Ich habe sogar 500% DP-Bonus. Ja? Ah, tatsächlich. Ich meine, der hat halt auch, der kann nix, hat keine gute Defensive und deswegen kriegt er auch viel Schaden. Deswegen konnte ich auch den EP-Bonus stark erhöhen. Ja, aber ich meine, fünffach ist gar nicht so viel, weil das eh keine EP gab. Who is this girl? Where did she come from? For a soldier, she's awfully, Yeah, I know what you mean. She looks about 3 terms old. Way too young to be fighting on the front lines. Not to derail the convo, but are we sure she'll be okay? We pulled her out of the Lev, but is there anything else we can do? I don't see any external injuries, but no signs of waking up either. Hard to tell either way. Senna, don't worry. She's still alive. I'm sure she'll pull through. Mimi, you sure? Look, we can talk about her all day, or we can find her a doctor. I know which one I'd prefer. All right. But she and her people did assault colony soldiers, so taking her to a colony seems like asking for trouble. Then how about the city? They have medical facilities there. Indeed. Seems advisable. What do we do about the Levness? Let's leave it for now. Transporting the girl should take priority. I can carry her. Thanks, Anna. She'll be in good hands. Yeah, I'll make sure of it.
noch eine neue Heldenmission. Die Namenlose. So, und das haben wir abgeschlossen. Das Phantom kehrt zurück. Gut, aber jetzt würde ich wirklich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Beim nächsten Mal machen wir halt dann gleich die nächste Heldenmission hinterher. Ich wollte ja eigentlich die Nebenhandlung von Talion beim nächsten Mal machen oder noch mehr erkunden. Aber da wir jetzt hier wiederum eine neue Heldenmission haben, die letzte sogar, dann haben wir alle Helden im Spiel bekommen. Zumindest die man bekommen kann. Ich weiß durch euch auch schon, dass es noch mehr gibt, die nicht angezeigt werden. Aber die sind, glaube ich, nur nach der Story verfügbar oder so. Aber auf jeden Fall alle, die aktuell angezeigt werden, können wir uns dann holen. Und deswegen machen wir das dann beim nächsten Mal. Gut, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.